Nee, es ging eigentlich auch nur darum, dass die Zeit sehr schnell vergeht, weil viele schon so lange auch hier sind. Und das freut mich auch sehr. Scanne Ziel, lest Gegner. Hört mal zu, ihr anmaßenden Schuften. Also schlauster Bot hier im Münzpalast. Habe ich längst alle Möglichkeiten analysiert und in keiner davon besiegt ihr unseren Lee. Glaub mir, Schätzchen, was du jetzt am besten tun solltest, schon jetzt das Handtuch werfen. Ach, nee. Das war hier. Ich muss mal gucken, wo ich in den zweiten Stock komme. War das hier hinten? Diese Maske, die muss zum Kostüm gehören. Jetzt fehlen nur noch zwei Teile, die müssen auch hier irgendwo sein. Ach du Scheiße, was sammeln die da gerade auf? Das ist aber eine schöne Perücke. Nur noch ein Teil. Oh, da sind Taschentücher, da ist dieses erotische Licht. Und dieser Sessel und okay, das sind so eine Räume, ja, ja. I see. Das ist ein spezieller Folterraum. Alles klar. Mhm. Das muss diese Peitsche sein. Was sammeln wir da gerade? Ach du Kacke. Das war's. Wir haben alle Teile des Kostüms gefunden. Komm, John, lass uns zurückgehen. Also wir erledigen jetzt hier die ganzen Aufgaben für die Leute, damit die wahrscheinlich dann sowieso alle vom Miasma getötet werden. Sehe ich das richtig? Ich sehe schon, dass die ganze Stadt auch untergehen wird. Ja, ich sehe schon. So Leute, hier ist euer tolles Kostüm. Ihr habt es geschafft. Ich habe gewusst, dass ihr die Richtigen seid. Ach du Kacke. Das soll ich tragen? Aber das ist ziemlich peinlich. Meinst du nicht? Jetzt sagst du es. Es ist dir peinlich? Diese netten beiden, die sind extra zum Münzpalast gelaufen, um es für dich zu holen. Du wolltest doch helfen. Außerdem wäre das die zarte Tracht. Sehr traurig, wenn sie dich nicht schmücken dürfte. Okay, gib mir einfach einen Augenblick, bitte. Kniet nieder vor mir, ihr Mann! Oh mein Gott. Auf die Knie! Das ist genial! Habe ich dir etwa erlaubt zu sprechen, du Wurm? Oh mein Gott. Ich bin die Käferkönigin. Ich kann euch gar nicht genug danken, dass ihr mir dieses Kostüm beschafft habt. Ja, vielleicht wäre eine Art Belohnung angebracht. Puhu, keine Sorge, es wird nicht allzu schmerzvoll. Überlasst die Sache heute Abend einfach mir. Den Männern in dieser Stadt wird Hören und Sehen vergehen.
Ja, macht euch bereit, Jungs, denn heute Abend geht's rund. Okay, wir haben ein Monster erschaffen. Wir haben ein Monster erschaffen. Oh, wer hätte gedacht, dass Yang so redegewandt ist? Wer ist die Yang überhaupt? Ich bin die Käferkönigin. What the fuck? Ihr macht das schon, ne? Wieder falsch. Ja, Ma'am, Frau Käferkönigin, Ma'am. Er hat das mit Absicht gemacht. Auf jeden Fall. Er hat es auf jeden Fall mit Absicht gemacht. Diese Schweine, Alter. Ach, okay. Was muss ich denn jetzt hier genau machen? Ja, die wollen wir Earthbound spielen. Ich habe viel Erinnerung an diesen Ort, das habe ich vorhin gelesen. Wer bist du eigentlich? Die Truppe hat Probleme, dann wird es hier wohl noch ruhiger. Hallo zusammen, wollt ihr den Geschwafel eines alten Spinners zuhören? Ich bin der Pitcher dieser Truppe. Wozu braucht eine Zirkustruppe denn einen Pitcher? Gut, dass du fragst. Mein Fastball ist einer unserer beliebtesten Nummern. Wirf nochmal Cage. Cage, der Starwerfer. Was? So haben sie mich genannt. Sie konnten von meinen Wurfkünsten gar nicht genug kriegen. Aber dann lief das Geschäft immer schlechter, weil immer weniger Leute kamen. Und so habe ich immer seltener geworfen, bis ich es nicht mehr richtig drauf hatte. Ich war eingerostet. Was konnte es Schlimmeres geben? Was hätte ich tun können? Ich hatte niemanden zum Üben. Mein Fastball ist einfach zu schnell. John, versuch es doch mal. Du könntest ihm helfen. Glaubst du, du kannst meinen Fastball treffen? Ja klar, weiß ich doch nicht. Wirklich, endlich will sich jemand an meinen Fastball versuchen. Dann wollen wir mal loslegen. Okay, das ist sowas wie Baseball jetzt, oder was? Wow, okay. Bam! Okay, da. Wow, ich hab ihn erwischt. Was für ein Gefühl. Was für ein Gefühl. Diese Leidenschaft, all die Pfannenpizzen. Direkt in meine Hand. Das ist es, dieses Gefühl. Wie habe ich das nur vermisst? Die Zuschauer werden heute Abend wieder meinen Namen rufen. Ja, bitteschön. Braucht noch jemand Hilfe? Oh nein. Nicht sowas. Was guckst du so traurig? Meine Geschichte ist leider tragisch. Ich heiße Dorkus. Und ich bin Malurkus. Wer hat dich denn gefragt? Ich bin ein Clown hier in der Truppe. Als wäre das nicht offensichtlich. Ich hatte meine Nummer, die hieß Kisten des Schreckens. Schrecken passt. Diese unheimlichen Puppen, die aus den Kisten sprangen, haben bei den Kindern Albträume ausgelöst. Ihr hättet mal die Beschwerden der Eltern sehen sollen. Darum ändere ich alles. Ja, ich habe jetzt eine brandneue Nummer, ein echtes Highlight. Ich nenne sie der flinke Trick. Der träge Trick trifft's besser bei diesem Typen. Der ist so langsam wie eine Zeitlupe. Jedes Baby würde diese Nummer durchschauen. Das muss ich mir von dir nicht bieten lassen. Aber er hat ja recht. Meine Hände sind für die Nummer einfach nicht flink genug. Mal sehen, vielleicht kann ich ihr helfen. Echt? Du würdest dir meine Nummer ansehen? Oh, wie schön. Sei nicht zu hart mit ihm. Sein Stolz ist dünn wie eine Eierschale. Und los. Ich bin wirklich schlecht daran. Ich bin einfach zu langsam. Hätte ich jetzt lügen sollen? Vielleicht sollte ich es einfach lassen. Naja, danke trotzdem, dass du helfen wolltest. Du kannst gerne jederzeit wiederkommen. Ich bin immer hier. Oh, ich soll schummeln. Also ich soll nicht das Richtige sagen.
Ja, okay. Also ich wollte ihn brechen wie eine Eierschale, aber jetzt sind wir mal nett. Hallo, Red Rose. Hi. Wo ist die Kugel? Die ist rechts. Falsch! Aha! Ich hab's geschafft! Ich hab's echt geschafft! Vielleicht bin ich doch gar nicht so schlecht darin. Du bist so richtig schlecht, Alter. Wer mich noch ausgefragt hat in der Mitte. Bist du dir sicher? Bist du dir absolut sicher? Kannst du sogar nochmal versuchen. Ich will das nicht nochmal versuchen. Lass mich doch einfach in Ruhe. Oh, guck mal, er wird besser. Er wird besser. Die ist jetzt links. Falsch! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ja, du bist richtig gut. Ah. Oh, ich danke dir wirklich. Ich könnte gerade Bäume ausreißen vor Freude. Meine Hände fühlen sich wie verzaubert an, als könnte ich absolut jeden reinlegen. Okay. Ich komm immer gerne hierher. So zeigt es ihre Liebe. Ich wusste, dass ihr beides schaffen würdet. Der Rummel heute Abend wird ein großer Erfolg, da bin ich mir sicher. Aber da ist doch diese eine Sache, die ihr für uns erledigen müsstet. Ja, eine Angelegenheit von höchster Wichtigkeit. Eine wichtige Sache? Was ist es denn? Willkommen! Willkommen! Lächeln, mein Sohn, lächeln! Das kann John nicht so. Willkommen! Ah, es ist Mung! Aha, wenn das nicht die kleine Erbse ihrer Majestät ist. Gehst du auch zum Rummel? Nein, ich muss arbeiten. Wie pflichtbewusst. Hoho, dann mal viel Erfolg. Kitty, die wilde Dschungelkatze und ihr Trainer El Tigre. Was? Können wir zusehen? Nein, wir müssen arbeiten. Oh, hallo Sonnenschein, willst du zum Zirkus? Seltsames Kind. Aha. Und jetzt der schnellste Arm auf dieser Seite des Damms. Der stahlarmige Wunder, der wütende Cage Olsen. Ich will zuschauen. Du musst arbeiten. Aber es ist so langweilig, nur ganz kurz, ja? Ah, John, unser Krabbentopf. Einfach hier Kinderarbeit. Wenn sie diesen Krabbentopf wirklich hingekriegt hätten, dann hätte ich wohl das Handtuch werfen müssen. Scheinbar ist das Glück auf meiner Seite. Oha. Lily wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Nicht in einer Million Jahre würde er damit rechnen, dass John seinen geliebten Krabbentopf à la Dame hinbekommen könnte. Na toll, jetzt kriege ich auch noch Migräne. Moment, rieche ich da etwa eine Zigarre? Lily ist bereits da. Du hast doch nichts angefasst, oder? Wenn du John mühsame Arbeit sabotiert hast. Oh, das habt ihr ja viel besser hinbekommen, als ich es je könnte. Hey, du kannst doch jetzt nicht einfach so gehen. Das ist der Krabbentopf à la Dame, dein Leibgericht. Ja, ja, aber lass mich eine Frage stellen. Was ist das Wichtigste für einen guten Krabbentopf? Naja, die richtige Kochzeit natürlich. Oh nein! Obwohl ich durchaus Lust auf ein paar Krabben hätte, mein Koch muss mir einen Ersatz zubereiten. Und tschö. Oh oh. Lee! Ihr habt noch eine letzte Chance. Nehmt ihr die Sache überhaupt ernst? Ihr habt bisher noch nichts gekocht, was ich auch essen konnte.
Wenn ihr schon Zeit hattet, im Zirkus rumzutollen, warum nutzt ihr nicht eure Köpfe und brütet ein paar gute Ideen aus? Nächstes Mal. Nächstes Mal zeigen wir es euch. Komm, John, gehen wir wieder rein. Oh, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben mit diesen Krabben und die haben es verkackt. Wir können das trotzdem essen, oder? Wenn ihr keine Geschmacksnerven habt, nur zu. Aber es ist nur ganz leicht verkocht. Das kann doch nicht so schlimm sein. Weißt du noch, als du diese Pilze gegessen hast? Pilze. Im Zirkus rumtollen. Ha, für wen hält er sich? Wir haben nicht rumgetollt. Was ist denn das für ein Geruch? Geruch? Meinst du den Krabbentopf? Oh, Timberwolf, danke schön für dein Prime im 32. Monat. Ich liebe diese Pilze. Pilze. Diese Pilze. Vielen, vielen Dank, Timberwolf. Und Hallöchen. Ist das Johns Krabbentopf? Warum riecht er auf einmal so? Du hast doch nicht irgendwas reingetan, oder? Hey, so schlecht koche ich nun auch wieder nicht. Es ist nur verkocht. Diese Krabben sind ziemlich empfindlich. Sie verkochen ziemlich schnell. Dann müssen wir das Ganze morgen wohl nochmal probieren. Das würde ich an eurer Stelle nicht tun. Wie ich Lee kenne, badet er jetzt schon im Krabbentopf. Und ohne diesen Funken reiner, unverfälschter, kindhafter Überraschung hat es vielleicht nicht die richtige Wirkung. Aber was machen wir denn dann? Worauf wartest du? Klopf einfach. Aber das ist das Haus der Prinzessin. Wer ist da? Wir sind hier, um mit John und Sam zu reden. Können wir reinkommen? Aber natürlich. Lasst euch nicht vom Geruch stören. Ah, ihr seid es. Du lieber Himmel, das ist das Haus der Prinzessin? Das ist ja gigantisch. Und die Zirkustruppe ist auch hier? Da schlag mich doch jemand mit totem Fisch. Was ist das denn für ein Gestank? Also ich kann nicht gern mit toten Krabben schlagen. Das ist gleich. Macht es, glaube ich. Da kommen mir gleich Jaspers Socken in den Sinn. Oh, das ist nur unser Krabbentopf. Unser leicht verkochter Krabbentopf. Ich dachte, das Haus der Prinzessin ist rosa. Ja, und riecht nach Keks und Feenstaub oder so. Die peitscht weiter. Ruhe, niemand will deine jämmerliche Meinung hören. Vor. Die Vorstellung, wie lief die Vorstellung? Sie war ein Mega-Erfolg. Wirklich? Oh Mann, wow. Dann können wir ja bleiben. Da könnt ihr ja bleiben, oder? Und müsst nicht gehen. Das stimmt, dann bleibt jetzt nur noch euer kleines Problem. Unser kleines Problem? Ja, Jasper hat uns schon alles erzählt. Er meint, ihr zwei hättet euch in einer kleinen Wette mit Lee verstrickt. Ihr habt echt Mut, dass ihr euch mit Lee anlegt. Er ist ja nur Neudams Verbrecherboss mit den empfindlichsten Gaumen. Eine echte Schlange. Jedenfalls hält unsere Truppe es für den perfekten Zeitpunkt, als Retter einzuspringen. Lili ist gar nicht so schlimm. Wie süß. Lili ist gar nicht so schlimm. Das könnte man auch von ihrem Körper sagen. Ha! What the fuck? Was ich eigentlich sagen wollte, war Geschenke. Wir haben einen. Damit wische Lee das Grinsen aus dem Gesicht. Du meinst, das alles ist für uns? Meine Güte, das ist ja fantastisch. Ist das ein Schneekaktus? Wow, ich habe noch nie einen gesehen. Unglaublich, die Prinzessin hat so ein feines Gespür. Und ist das Käse? Das ist Käse aus meiner Heimatstadt, aber nicht irgendein Käse. Das ist Harzrock. Was? Harzrock-Käse. Und das hier sind Schreckpilze. Die sind so lecker, dass sie jedem, der sie probiert, einen Heidenschreck einjagen. Okay. Die will ich nicht essen. Was? Nicht beeindruckt? Sie sehen wie normale Pilze aus. Das ist fantastisch. Jetzt gewinnen wir erst recht. Schnell, John, lass uns kochen. Der Arme, der muss die ganze Zeit schuften. Das riecht so gut. Das sieht auf jeden Fall appetitlicher aus als unsere bisherigen Versuche. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass gewisses etwas fehlt. Der letzte Kick. Ich habe sie gefunden, ich habe sie gefunden.
Hm? Da ist Jasper. Erlaubt mir, ihn vorzustellen, den großen, brillanten William, den Händler. Oh, und seinen Assistenten Daniel. Ach, guck mal an. So sieht man sich wieder. Ihr kennt euch? Wir haben uns an Bord des Sharon kennengelernt. Wir haben ihm gestern außerdem diese Glitzerbeere gegeben. Das ist ja kein bisschen verdächtig. Keine Sorge, wir versuchen diesmal nicht, euch reinzulegen. Überlass das Reden bitte mir, okay? Nachdem wir erfahren haben, dass unsere großmütigen Wohltäter in Schwierigkeiten stecken, hielten wir es nur für richtig, euch etwas zurückzuzahlen. Jetzt wird es noch verdächtiger. Hören wir uns einfach an, was sie zu sagen haben. Habt ihr Fein Darm schon mal vom Erdbebental gehört? Du meinst die Müllkippe? Ja, genau, sie hat sich sozusagen einem Zweitnamen verdient. Dort gibt es viele Erdbeben. Darum nennen die Leute es auch Erdbebental. Das sind nicht irgendwelche Erdbeben. Wenn meine Informationen stimmen, werden sie durch eine ziemlich rabiate Kreatur hervorgerufen, die als Temblor-Fisch bekannt ist. Ich muss wieder gegen irgendeinen Boss kämpfen, ich seh's doch. Ja, aber den kann man nicht essen. Eine präzise Beobachtung, liebe Prinzessin. Wie ich sehe, hast du bereits einige Nachforschungen angestellt. Naja, hauptsächlich dank Izzy. Aber habt ihr jemals darüber nachgedacht, warum dieser Fisch eigentlich das Beben verursacht? Wir sind uns nicht sicher. Vielleicht juckt es ihn ganz schrecklich. Und er hat ja gar keine Hände, um sich zu kratzen. Was? Eine exzellente Theorie, Sam. Vielleicht bist du ja schon eine Wissenschaftlerin. Aber die Schlussfolgerung ist leider nicht ganz richtig. Nein, der Grund für die Beben ist ein wenig gefräßiger. Habt ihr gewusst, dass diese Fische ziemlich sensibel sind, wenn es um Erdbeben geht? Schon bei der kleinsten Erschütterung hüpfen und springen sie wie wild auf der Wasseroberfläche. Ja, aber was hat das zu bedeuten? Einfach alles. Wisst ihr, unser gefräßiger Freund nutzt diese Beben, um sich an seinen Mitfischen zu laben. Ziemlich clever. So ist es, aber was ich euch jetzt erzähle, ist entscheidend. Der größte Teil der Nahrung unseres Schleckermauls besteht aus einem so zarten, so köstlichen, so traumhaft leckeren Fisch, dass man nie wieder einen anderen Fisch essen möchte. Den Goldtalschnapper. Ja, das ist mir alles schon. Das ist doch alles Grundwissen der Gourmetküche. Der Goldtalschnapper riecht nach Lilien und schmeckt wie Honig. Dein Fleisch ist so verlockend zart, dass jeder Gaumen vor Freude hüpft. Und nicht nur das, es ist außerdem auch ungemein nahrhaft. Ich hoffe, ihr habt keinen Hunger, weil es geht hier nur um Essen irgendwie. Es ist das Beste vom Besten im Punkto Fisch. Der Rohdiamant des Erdbebentals. Das klingt fantastisch. Dieser Fisch ist nur leider verdammt gerissen. Man kann ihn nicht wie normalen Fisch fangen. Nur der Temblor-Fisch ist dazu in der Lage. Wenn wir zwei und zwei zusammenzählen, scheint unsere Aufgabe leicht. Wenn wir den Temblor-Fisch finden, finden wir auch unseren Schnapper. Wartet mal einen Moment, wer sagt eigentlich, dass wir der ganzen Sache überhaupt zustimmen? Ja, natürlich, ob ihr euch darauf einlasst, bleibt voll und ganz euch überlassen. Aber ich bin sicher, der Einzige, der denkt, dass ihr nicht gerade viele Alternativen habt. Ich muss schon zugeben, ich bin inzwischen richtig wild auf Schnapper. Ich wollte diesen goldenen Fisch schon immer mal probieren. Und das Erdbebenteil klingt echt super cool. Fantastisch, fantastisch. Dann hast du deine Entscheidung scheinbar bereits getroffen. Wollen wir uns sagen, wir morgen früh treffen am großen Bahnhof? Ich wünsche euch allen eine wundervolle Nacht und süße Träume. Stellt für alle Eis mit extra Sahne in den Chat. Oh, geil, dankeschön. Auf den Sofa lurk und noch einen nice Stream. Schlaf später gut und passt auf euch auf. Man liest sich. Alles klar, Blind Witch. Dankeschön. Viel Spaß im Lurky. So, erstmal speichern. Oh, das Lesen ist echt anstrengend mit dem Kiefer gerade. Ist auch schon raus. Ist auch eine Menge Text. Ja, muss echt voll viel loslesen. Voll viel lesen. John, endlich bist du wach. Wir müssen schnell aufbrechen. Danny und William erwarten uns schon am großen Bahnhof.
Am großen Bahnhof. Ist es da, wo wir angekommen sind? Ach, ich muss runter. Oh, okay. Okay. Dann laufe ich einfach hin. Ah! Oh fuck, das ist diese komische Ente. Große Station. So, da sind wir. Ich sagte hier lang. Das ist der John, wie ich ihn kenne. Stets auf alles vorbereitet. Also einfach die Stufen hoch und dann rechts halten. Dort liegt die Höhle, die ins Erdbebental führt. Der Weg ist nicht der kürzeste, also stellt euch lieber auf einen längeren Marsch ein. Das hier ist nichts anderes als ein übergroßer Schrottplatz. Von Menschen unberührt. Ist ja inzwischen eine Brutstätte für widerspenstige Bestien. Mit denen werdet ihr keine Probleme haben, da bin ich mir sicher. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt oder so. Treffen wir uns im Tal, ja? Anstatt wir gemeinsam gehen, weißt du? Das heißt, ihr kennt doch irgendeine Abkürzung. Ich speichere erstmal. Na gut. Okay. Wow, der Weg ist ja... Uff. Rüppchen. Nicht nur Abkürzung, sondern auch den einzig sicheren Weg. Ja. Ist klar.
Okay, was ist das hier für ein Weg? Ich habe keine Ahnung. Ein Flammenwerfer? Ja, den habe ich das letzte Mal bekommen. Was ist das hier? Hä? Warte mal, ist das überhaupt der richtige Weg? Ich habe random jetzt hier was gefunden. Ich komme noch nicht hin. Ah. Magic. Wo zur Hölle sind wir? Natürlich. Wieder so eine Zeitkacke hier. Wir haben keine Energie mehr. Kurz warten. Ah, wie soll ich denn so schnell das machen? Oh, shit. Ah! Das ist so kacke. Jetzt muss ich das in den richtigen Moment treffen. I hate. Ich treffe das nicht. Oder in den Winkel zu treffen, ist gar nicht so einfach. Toll, jetzt habe ich das. Oh, ich hasse sowas. Meine Güte. Bitte nicht noch mehr. Gib mir einfach Monster oder so, das nehme ich lieber. Ein tolles Team. Erfolg freigeschaltet. Yay. Was ist... Oh. Schneckis.
Au, das hat wehgetan. Ihr Kackviecher. Hallo Kartoffel. Okay, danke für die Vergiftung an Red Rose. Dankeschön. Arigato. Au, 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 au. Jetzt haben wir es geschafft. Ich weiß nicht, wo wir hier abgeblieben gerade sind. Das ist ich hätte nicht hierher kommen sollen. Ich sehe schon wieder Zeitaufgaben. Nein! Was ist das? Ich will das nicht. Oh nee, das sind mehrere. Ich muss in die andere Richtung. Ach du Kacke, was? Was? Wie viele sind das? Oh boy. Ja, geil. Also das. Please, no. Please. Was ist das hier? Okay. Glitzer, Glitzer. Was zur Hölle? Ah, meine Augen. Du hast eine Energieheilung gelernt. What? Der hat Energieheilung gelernt? What the fuck?